Ist das Auto vollgetankt? Ja. Na dann mal los. Maranello ist die Heimat von Ferrari. Fühlen Sie sich hier auch zu Hause? Sie sind ja oft hier. Mittlerweile schon. Ich verbringe hier sehr viel Zeit. Und wenn das Wetter so perfekt ist wie heute, dann ist das einfach ein toller Platz. Sind Sie eher der Typ, der ruhige und entspannte Orte mag? In meiner Kindheit habe ich nie in einer Stadt gelebt. Also okay, nicht sehr weit von Helsinki, aber meine Heimatstadt Espoo liegt eigentlich mitten im Nirgendwo. Ich bin also an die Natur und all das gewöhnt. Für mich wäre es echt sehr schwer, in einer Stadt zu leben. Mein Zuhause in der Schweiz genieße ich schon sehr. Es ist schön dort, sehr sauber. Und man ist gut angebunden. Ein guter Ort. Also im Autofahren sind Sie auf jeden Fall Experte. Wie sieht es denn in der Vaterrolle aus? Die genieße ich total. Am Anfang war das natürlich schon schwierig für uns beide. Dann ist ja alles komplett neu. Aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie er größer wird und so schnell lernt. Das ist schon toll. Haben Sie denn dann auch öfter Heimweh? Ja, das verändert sich schon, wenn man eine Familie hat. Nur mit meiner Frau konnte ich einfacher reisen. Jetzt bleiben sie oft zu Hause und ich ziehe alleine los. Das Gefühl ist auf jeden Fall ein anderes. Ich weiß nicht, ob man es mit Heimweh beschreiben kann, aber auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Entstehen in der Formel 1 eigentlich auch Freundschaften? Und wenn ja, ist Sepp Ihr Freund? Ja, wir haben auf jeden Fall eine gute Beziehung. Wir kennen uns ja schon seit Jahren und fahren mittlerweile im gleichen Team. Wir gehen ganz entspannt und locker miteinander um. Wenn man miteinander befreundet ist, dann ist das ja auch gut für das ganze Team. Die Formel 1 macht aber nicht das ganze Leben aus. Sie haben ja auch noch einige andere Hobbys und eins davon ist Schlafen. Ja, ich bin schon ein bisschen traurig. Als ich jünger war, da konnte ich immer schlafen, wenn ich wollte. Mittlerweile ist das aber nicht mehr so einfach wie früher. Das ist nicht gut. Ich habe mal eine sehr lustige Geschichte über Sie gehört zum Thema Schlafen. Ich glaube, es war Ihr zweites Rennen in Malaysia. Josef Leberer, Ihr Physio, hat Sie massiert und versucht, Sie aufzuwecken, weil es, glaube ich, nur noch so eine Stunde bis zum Rennen war. Und Sie haben einfach gesagt, ach komm, gib mir noch 5 Minuten. Naja, ich werde schon auch noch nervös vorm Rennen. Manche haben was anderes zur Entspannung. Ich versuche aber noch eine Runde zu schlafen, wenn es passt. Mittlerweile haben wir sonntags aber deutlich mehr zu tun. Also nicht mehr so viel Zeit zum Schlafen. Sie sind schon zum zweiten Mal bei Ferrari. Wie gut ist denn Ihr Italienisch mittlerweile? Oh, nicht gut. Nicht gut? Nee. Die einzige Sprache, die ich wohl noch ganz gut kann, ist Finnisch. Und die auch noch nicht mal perfekt. Können Sie mir denn irgendwas auf Finnisch beibringen? Moi heißt sowas wie Hallo. Und auch wenn du dich wieder verabschiedest, kannst du Moi sagen. Kimi, vielen Dank, dass Sie mich durch Maranello gefahren haben. Hat Spaß gemacht. Kein Problem. Schön, dass ich eine andere Seite von Ihnen kennenlernen konnte. Tschüss und danke. Sehr gerne. Jetzt wird spannend. Das Qualifying in Monza. Mit Krombacher. Und Krombacher alkoholfrei.